Als Grazer Gruppe hat Alfred Kolleritsch österreichische Literaten erstmals in seiner Literaturzeitschrift Manuskripte bezeichnet. Regisseur Markus Mörth versucht in der folgenden Doku die Geschichte dieser Gruppe zu erzählen. Er spricht mit Mitgliedern wie Barbara Frischmuth und Peter Handke oder dem im Februar verstorbenen Gerhard Roth und setzt ihre Erzählungen mit Archivmaterial ins Verhältnis. Die Doku folgt den Ideen der Gruppe und spannt den Bogen von der Gründung des Forum Stadtpark im Jahr 1960 bis zum Literaturnobelpreis für Peter Handke 2019. Erstes Kapitel. Frank und Johnny ritten wild auf die Stadt Chimpang City zu. Es waren Menschen, die zusammengehalten haben, die gleichen Geistes waren, die an einem Strang mitgezogen haben. Die Grazer Gruppe hat die deutschsprachige Literatur zu einer österreichischen gemacht. Ja, das war die Wirkungsweise. Wir haben uns nicht gemessen an unseren Auftritten in den Medien, bei aller Eitelkeit, sondern wir haben uns gemessen an den Büchern, die wir geliebt haben. Ein Gefühl, das mir auch unvergesslich geblieben ist, dieser Hunger nach Literatur, nach Geschichten, nach die man mit der eigenen Fantasie ergänzen konnte. Ich arbeite an einem Satz gerade, mit dem ich nicht fertig werde. Provokation entsteht ja erst durch die Reaktion des Publikums. Und eigentlich provozierte das Publikum mich letzten Endes. Die Geschichte der Grazer Gruppe ist noch nicht erzählt. Nach dem Zweiten Weltkrieg bestand eine schwierige wirtschaftliche und soziale Situation, die man vor allem in der Kunst und Literatur als Stunde Null bezeichnet. Durch die 12 Jahre Nationalsozialismus, in dem expressionistische, dadaistische und andere zeitgenössische Literatur verboten war, entwickelte sich die österreichische Avantgarde verzögert. In der Steiermark bestand nach dem Zweiten Weltkrieg ein konservatives Klima und eine Rückbesinnung auf traditionsorientierte Denkweisen und Werte. Im 19. Jahrhundert verhaftete Heimatdichter sollten in der Literatur maßgeblich sein. Wir damals waren tief hineingedrückt in dieses katholisch-nationale Leben. Und so haben wir es wie eine Eisdecke, das von unten her aufgebrochen. Das war der Beginn eines mühsamen Kampfes, nicht? Und so haben wir uns begonnen, von den üblichen traditionellen, oft Schund, abzuheben und eine eigene Ebene schon langsam aufzubauen, auf der wir uns mit unseren Ideen bewegen können. Die Grazer Gruppe war eine lose Verbindung von Dichtern, die gegen das literarisch und kulturell rückständige Klima in Graz ankämpften und provozierten. Eine zentrale Figur stellte Alfred Kolleritsch dar. Er war von Beginn an Herausgeber der Literaturzeitschrift Manuskripte. Darin traten die Autoren und Autorinnen der Grazer Gruppe an die literarische Öffentlichkeit. Wolfgang Bauer, Barbara Frischmuth, Peter Handke, Klaus Hoffer, Gunter Falk und eben Kolleritsch. Was wir vor allem wollten, war diese Verkrustungen aufbrechen, sodass auch ein Literaturbegriff war, der aus der Kriegszeit stammte. Das haben ja auch viele Autoren, die in der Nazizeit also hoch dekoriert und hoch verehrt wurden, einfach weitergeschrieben. Nicht? Also und niemand hat sich darüber aufgeregt. Nicht? Und da war es
Das haben wir, glaube ich, alle so gesehen. Ganz wichtig, da mal also wirklich aufzuräumen mit dieser Art von Literatur. Und eine, aber das geht nur, wenn man eine neue aufstellen kann und will. Das damals leerstehende Stadtparkcafé wurde als ständige Stätte für Veranstaltungen adaptiert. Der Louis Hergot hat zu mir gesagt, du, wir gründen jetzt einen Verein im Stadtpark. Wir werden das Forum Stadtpark nennen. Das muss aber alles erst bewilligt werden. Wir brauchen Geld, wir müssen das Kaffeehaus, das alte, umbauen. Und damals ist mein Herz entflammt, dass ich da irgendwo bei einer Sache für die Literatur mittun kann. Und von dort an, das war im Jahr 58, gehöre ich dem Ganzen an. November des Jahres 60 ist das Haus eröffnet worden. Da ist nur am Vortag ausgeweißigt worden und herumgestemmt worden. Aber der Termin war festgesetzt. Und während oben die Ausstellungen gehängt wurden, haben wir unten den Keller hergerichtet, der ja später dann so der Ort der Lesungen geworden ist. Und wenn man heute die Fotos anschaut von dieser Eröffnung, so war das Publikum eine Altherrenriege, Politiker, Stadtväter und so weiter, waren kaum junge Menschen bei der Eröffnung dabei, weil diese Jugend gar nicht da war, die sich schon hätte entflammen lassen für was anderes. Und während oben die Ausstellungen am Vortag gehängt wurden, habe ich gesagt, mein Gott, wir Schriftsteller zeigen morgen bei der Eröffnung gar nichts her. Und da haben wir gesagt, wir machen eine Literaturzeitung. Das nennen wir die Manuskripte. Und so haben wir unten so eine alte Maschine gehabt zum Hektografieren, hat das geheißen. Ja. Und da haben wir schnell Gedichte, die herumgelegt sind, in einem Raum unten hektografiert. Und mit großem Stolz am nächsten Tag dem werten Grazer Publikum gezeigt. Das Schöne an den Manuskripten ist ja, dass sie sich nicht verkauft haben an irgendwelche Verlage oder vor allem, dass also sie ausschließlich den ästhetischen Überlegungen von Freddy Kolleritsch unterliegen, dass da niemand anderer dreinreden darf und dreinreden kann. Das erste Heft der Manuskripte enthielt ausschließlich Texte von Autoren und Autorinnen aus Graz und dem Umfeld des Forums. Hätte die Zeitschrift das Konzept der ersten Nummer beibehalten, sie wäre über die Stadt hinaus wohl kaum bekannt geworden. Die zweite Nummer wurde aber für die Grazer Literaturfreunde zur Herausforderung. Sie brachte vor allem Lyrik der Wiener Gruppe, Konrad Beyer, Gerhard Rühm, Friedrich Achleitner und H.C. Artmann. Was so begann, muss furchtbar enden. Das Heft forderte den Widerstand derer heraus, die sich vom Forum Stadtpark Beschauliches erwartet hatten. Es ging nicht um politisch engagierte Dichtung, sondern um konkrete Poesie. Ein nahezu rein ästhetisches Konzept wurde zum Stein des Anstoßes.
Sollen Sie nur kommen, ich habe nichts zu verbergen. Ich habe nichts zu verbergen, sollen Sie nur kommen, hier bin ich. Ich kann warten, worauf warten Sie denn? Ich komme, ich bin schon da. Es war die Kulturpolitik bis zum Hans Koren, der war eine Ausnahme, war katastrophal. Ne? Und es war ein derartig katastrophales, reaktionäres Klima in Graz auch, von den Zeitungen her und so weiter. Und es waren eigentlich alle aus der sogenannten Grazer Gruppe, kann man sagen, anti-rechts, ne? Also links-link oder wie man das bezeichnen will. Und der Fredi hat ja einige Prozesse durchzustehen gehabt. Also das war schon ein Kit. Ne? Der Widerstand wurde zum Antrieb. In der fünften Nummer erschien ein gegen den Schriftsteller Bruno Brehm gerichteter Artikel mit Zitaten aus dessen Werken aus der Zeit des Nationalsozialismus. In Zeitschriften wie beispielsweise Kunst ins Volk wurden zudem wüste Polemiken gegen die junge Avantgarde und moderne Kunst veröffentlicht. Gerichtliche Prozesse, unter anderem wegen Pornografie, folgten. Schau, die Republik Österreich, ja. Bundesministerium für Inneres, ja. Ein Bescheid an die Herren Herausgeber Alfred Kollerich und Günter Waldorf. Ja. Das Bundesministerium für Inneres erlässt nachstehenden Spruch. Ja. Das Heft 18 der Serie Manuskripte, Zeitschrift für Literatur, Kunst und Kritik, ist von jeder Verbreitung an Personen unter 16 Jahren ausgeschlossen. Das gegenständliche Druckwerk ist im Sinne § 10 1c geeignet, die sittliche und geistige Entwicklung jugendlicher Personen, insbesondere durch Reizung der Lüsternheit und durch Irreführung des Geschlechtstriebes, schädlich zu beeinflussen. Merkwürdig ist also der Schlusssatz, gegen diesen Bescheid ist kein ordentliches Rechtsmittel zulässig. Alles wird gut ausgehen. Es ist gut. Es ist gut. Die Auseinandersetzungen mit den reaktionären Kräften nützten der Zeitschrift entschieden. Die internationale Anerkennung stärkte das Selbstvertrauen der Herausgeber und der Autoren aus dem Forum Stadtpark. Es kann wieder irgendeinmal etwas passieren in der Welt und ein Schlagbaum geht nieder. Und dann hören wirtschaftliche und politische und gesellschaftliche Beziehungen auf. Aber der Kontakt mit den Künstlern in den verschiedenen Nationen, der Kontakt im Menschlichen, der ist nicht durch heruntergehende Schlagbäume wieder zu stören. Hans Koren war von 1963 bis 1970 steirischer Landeshauptmannstellvertreter, wobei er als Regierungsmitglied vor allem das Kulturreferat leitete. Über die Steiermark hinaus bekannt wurde Korens Leitsatz: Heimat ist Tiefe, nicht Enge. Ich habe im Jahre 61 einen Einakter geschrieben, der Schweinetransport, und habe zufällig beim Vorbeigehen am Forum gelesen, ein Studio für neue Dramatik wird gegründet. Ich habe das Stück hier eingereicht und da waren so weitere 20 Leute noch. Und es ist sofort aufgeführt worden. Und damit war ich mit dem Forum verbunden und auch Forummitglied. Also das Forum war im Wesentlichen am Anfang ein Platz, an dem man sich betätigen konnte. Die Grazer Gruppe wird erstmals in der 18. Ausgabe der Manuskripte 1966-67 als Vorankündigung für die folgende 19. Ausgabe genannt. Der Name Grazer Gruppe ist aufgetaucht, den habe ich einmal fast unvorsichtig verwendet, in einer Marginalie darauf hinzuweisen, dass wir eben hier eine Gruppe von Autoren sind, nicht? Die man ja dann mit Recht Grazer Gruppe nennen kann, weil sie in Graz gelebt haben.
Einerseits steht man automatisch im Schatten der Wiener, wenn man das Grazer Gruppe nennt, und man tut sich schwer, mit dem Begriff Grazer Gruppe das zu vermitteln, was spezifisch grazerisch ist. Und da gibt es natürlich sehr, sehr viele Dinge, die die Grazer Gruppe von der Wiener Gruppe abgrenzen. Aber wenn man das einmal Grazer Gruppe genannt hat, dann ist es sehr, sehr schwer, das auch noch zu vermitteln. Da haben also die Wiener Gruppe dann Kritik an den Grazer Autoren geübt, vor allem von Peter Handke und so weiter, und haben gesagt, es seien Reaktionäre, weil sie abgedrängt wurden und auch mit Recht abgedrängt wurden von der sogenannten konkreten Poesie. Die Voraussetzung für eine künstlerische Gruppe wäre ja ein gemeinsames ästhetisches Programm. Und das hat es bei den Forum-Autoren, bei den Autoren um die Zeitschrift Manuskripte nicht gegeben. Also ich glaube, die wahre Integrationsfigur war natürlich der Coleridge. Der war, wenn man so will, die Ein-Mann-Grazer Gruppe. Und dann fingen sich außen herum noch andere an. Der Hoffer gehört dazu, Wolfgang Bauer ein bisschen weiter draußen, wahrscheinlich der Gunter Falk, der da eher eine Distanz hat. Dann kommen Leute später von außen dazu, Leute, die gerne nach Graz kommen und den literarischen Boom dieser Stadt weiter verbreiten. Peter Handke, ebenfalls Mitglied der Grazer Gruppe, bestimmt in den 1960er Jahren das literarische Geschehen in Graz mit. Wie man einander hinter vorgehaltenen Händen erzählte. Ich erinnere mich gerne an die erste Begegnung mit Peter Handke. Wir hatten eine Lesung im Keller über die österreichische Gegenwartsliteratur. Und da ist als Vertreter uns eingefallen, den Herbert Eisenreich einzuladen. Und er hat da den Satz gesagt, es wird keinen Romanschriftsteller mehr geben in Österreich. Und es steht an der Wand ein bleicher Jüngling und der sagt, das stimmt nicht, es wird weitergehen. Und da sagt der Eisenreich, ja, was meinst du denn? Mit wem? Sagt der, mit mir. So, wir haben alle verwundert hingeschaut und das, was wir da mit Staunen angeschaut haben, war der ganz schmale, schüchterne, kurzhaarige Peter Handke. Mit einigen Beilhieben, einer heftiger als der andere, stand er mitten im Zimmer, in dem einige Leute ihren alltäglichen Beschäftigungen nachgingen, die es mit sich brachten, dass so mancher Blick sich verdrossen auf den Eindringling richtete, der, nachdem er nun schon mit der Axt die Tür eingeschlagen hatte, was er später, als er sich verantworten sollte, als seine Art des Klopfens bezeichnete, diese Axt zu allem Überfluss auch noch nach meiner Großmutter warf und ihr den Schädel, ich kann es nicht anders bezeichnen, zerschmetterte. Man muss dazu sagen, dass der Handke also wirklich eine Sonderbegabung war. Wir haben beide Jus studiert, er zwei Semester vor mir. Beim Studium hat er eigentlich alles auf Auszeichnung gemacht, was ich nicht behaupten kann. Ich war schnell, aber ohne Auszeichnung. Und er war einfach hochbegabt. Die Grazer Gruppe gehörte zum lockeren Freundeskreis der Manuskripte-Autoren und Autorinnen. Kein gemeinsames Programm, keine Ideologie, kein Stil, keine verwandte Thematik verband sie, sondern die Beziehung zum Forum Stadtpark oder zu den Manuskripten. I dream about a place. Ich glaube, nicht unterschätzen darf man dann die Bedeutung der Literatursymposien. Da sind dann wirklich Leute gekommen aus Amerika und außerhalb des deutschen Sprachraums oder des österreichischen Raums. Und die haben natürlich zur Internationalisierung der Kontakte enorm beigetragen.
Die Manuskripte waren zum Anziehungspunkt und Sammelbecken geworden. Literarische Talente fanden in dieser Publikationsmöglichkeit einen Vermittler, der ihnen den Zugang zum Literaturmarkt und zu großen Verlagen öffnete. Eine solche Breite von Autoren auf so einem Haufen ist eigentlich nur möglich in einer Stadt, die eine Möglichkeit hat, einen Treffpunkt zu geben, aber nicht zu viele Treffpunkte hat, sodass also alle gezwungen sind, an einem bestimmten Punkt zusammenzukommen. Und das ist der Reiz einer Provinzstadt. Auf der anderen Seite ist die Charakteristik dieser Art von Literatur ja wohl auch die Abwehr gegen diese Situation. Also alle schimpfen auf Graz und sind doch in Graz, nicht so ungefähr. Das Größte war die Veröffentlichung vor allem in einem deutschen Verlag, in einem großen Verlag. Nicht? Das war das, was man ja kaum fassen konnte. Nicht? Und das hat natürlich schon einen großen Aufwind gegeben. Nicht? Und dann, dass auch die Klosterschule in allen Zeitungen fast also rezensiert wurde und zum Teil auch sehr gut. Also da ist man schon, da muss man dann sich sehr zurücknehmen, nicht? Also, dass man das nicht überschätzt. Das ist so weit gegangen, dass zum Beispiel in der Hamburger Zeit das Feuilleton einmal mit dem Titel eröffnet wurde, Wien bleibt Graz. So sehr hat man das, was wir hier für die damaligen Jahre herausheben konnten, als eigene Sockel in der österreichischen Literatur. So lange hat das damals, oder so sehr hat das damals nachgewirkt. Das Jahr 1968 war in vielen Ländern der Höhepunkt der linksgerichteten Studenten- und Bürgerrechtsbewegungen. In dieser Stimmung wurden auch Literatur und Theater als Möglichkeit begrüßt, sich kulturell deutlich von der scharf kritisierten Elterngeneration abzugrenzen. Zum ersten Mal wird Jugend zu einem eigenständigen Lebensabschnitt mit nur ihr vorbehaltenen Subkulturen. Mit dem Wolfgang Bauer ist ein international später anerkannter Autor bei uns emporgewachsen, der unabhängig von den Manuskripten und von uns eben in mehreren Theater gefeiert wurde. Ich glaube. Ich hau jetzt die Welt ins Häusl und los oben. Die Welt ist bestellt mit viel Geld. Ja, begrab mir die Welt mit viel Geld. Herr Bauer, wir halten an den Daumen, dass es so weitergeht wie bisher. Besser kann es ja so nicht mehr werden, aber dass es so weitergeht wie bisher. Und ich danke Ihnen herzlich, dass Sie zu uns gekommen sind, direkt von Warschau, oder wo waren Sie? Ja, wir waren jetzt 3 Tage in Warschau mit der Grazer Dichtergruppe, mit Peter Handke und Alfred Kollerich und mit Klaus Hoffer, und wir haben 3 turbulente Nächte in Warschau hinter uns. Im Alter von 27 Jahren war Bauer mit Magic Afternoon der internationale Durchbruch gelungen. In Deutschland und Österreich sorgte zu dieser Zeit auch sein Privatleben für Schlagzeilen, das er stets als exzessiv aktionistisches Gesamtkunstwerk verstand. Bauer hat das Image als zweiten Menschen bezeichnet. Also er hat ein durchaus distanziertes Verhältnis dazu gehabt. Nun könnte man sagen, hat er bewusst damit gespielt oder war das im Zuge seiner Selbstdarstellung, die dann auch von Suchtverhalten bestimmt war, das muss man schon sagen, etwas, das ihm passiert ist. Herr Dr. Falk, fühlen Sie sich in irgendeiner Art und Weise mit einer Person im Wolfgang Bauer Stück Magic Afternoon identisch? Ja und nein. Die Figuren in Magic Afternoon sind im Prinzip wirklich rein literarisch.
Und der ganze Schmäh, dass das also wirklich wir alle hier sind, das ist ja völliger Blödsinn. Und woher kommt der Blödsinn? Der Blödsinn kommt wahrscheinlich, ja, du sagst das ganz richtig, aus der sogenannten Literaturkritik, die eben jetzt genau so etwas gebraucht hat. '70 hat also der Wolfgang Bauer mit einem Kärntner Lyriker zusammen den, kann man ruhig sagen, traditionellen Petrosecker-Preis bekommen. Das war wie ein Paukenschlag, also es hat sich dann sofort natürlich diese noch immer vorhandene Gegenbewegung gemeldet. Daran hat man schon erkennen können, dass er sich hier nicht um ein künstlerisches Scharmützel von zwei, drei Kulturgruppen gehandelt hat, sondern es ist das wirklich in den Nerv der öffentlichen Wahrnehmung gedrungen. Es gibt hier scheinbar noch mehr Menschen, die sich nicht vorschreiben lassen wollen, was sie als Kunst zu akzeptieren haben. Und der Kapitän und das Diff, die in den Daten dabei sind, schlickte schon Düsseis Schischache. Ich glaube, dass dieses Gedicht für den Rosecker-Preis sehr gut passte, als also, zahlreiche Vorgänger, Preisträger in einer Art geschrieben haben, die dieses Gedicht vielleicht etwas parodiert. Gunter Falks literarisches Werk, das vorwiegend sprachkritischen und experimentellen Charakter hat, umfasst Erzählungen, Essays und Gedichte. Mit seinen literarischen Experimenten stand er ästhetisch den Autoren der Wiener Gruppe nahe. War das Buch ein Erfolg oder haben Sie finanziell davon etwas profitiert? Na ja, gut, ich glaube, bei 200 Auflagen kann man nicht von Erfolg und Misserfolg sprechen. Ne? Und finanziell, also man kriegt ein Belegexemplar, die kann man verschenken und so. Ich habe gehört, in Berlin soll es also ziemlich bekannt geworden sein und damit auch Sie, stimmt das? Ja, das könnte stimmen. Also ich war nicht in Berlin. Es ist ewig schade, dass es ihn nicht mehr gibt, dass es ihn nur bis in sein 40. oder 41. Lebensjahr gegeben hat, dass er so wenig Zeit gehabt hat und dass er seine Zeit vergeudet hat mit wissenschaftlichen Arbeiten. Also ein riesen wissenschaftliches Werk und ein schmales, bedeutsames literarisches Werk. Also mag Graz an sich nicht. Ich habe eine sehr schöne Arbeit hier. Ich bin Assistent für Soziologie in einem sehr guten Institut mit einem sehr guten Chef. Und die Arbeit macht mir ausgesprochenen Spaß und daher lebe ich in Graz. Ich glaube, dass diese Sachen sehr unwichtig sind, die etwa in dem Buch sind. Unwichtig in dem Sinn, dass ich mich also selbst, sagen wir, wenn ich das Buch in die Hand bekommen würde, es wäre nicht für mich, ich würde sagen, es ist ganz nett, es ist zum Teil gut, zum Teil schlecht, aber wozu eigentlich das Ganze? Gunter Falk ist wahrscheinlich der radikalste Vertreter dieser Grazer Autoren, weil er ganz, ganz konsequent in seinem Schreiben bei diesen experimentellen, avantgardistischen Formen geblieben ist. Also da wurde kein Bedürfnis sichtbar, einmal ein klassisches Buch, eine klassische Erzählung zu schreiben. Ich glaube, in dieser hoffnungslosen Situation, wie sie in Graz herrschte, insbesondere und teilweise noch immer herrscht, muss man irgendwas dagegen tun. Und zum Beispiel die Schreibmeile der Möglichkeiten. In gewisser Weise gehört Gunter Falk auch sehr zu dem, was in Wien Reinhard Priesnitz vertreten hat. Reinhard Priesnitz ist ja auch einer der stärksten Kritiker der Grazer Gruppe, der noch in den 70er Jahren wirklich die Forderung aufstellt, avantgardistisch schreiben zu müssen und der alles, was in Richtung von zu klassischer Narration geht, eigentlich als Verrat an der ersten Avantgarde empfindet. Es erregt Verdacht, wenn man mit seinen Büchern bei einem großen deutschen Verlag landet und wenn das Publikum findet, dann kann ja mit der Form und mit der Radikalität und mit der Autonomie des eigenen Kunstwerkes etwas nicht stimmen. Und Ihre Hose hat heute wieder einen speziellen Bug. Hm? Es ist ein bisschen groß, ich hab's gleich. Ja, morgen ist es ein 1A-Bug. Bücher, die doch so avanciert sind und so gestaltet sind wie der Hödelmoser oder wie die Klosterschule, dass man mit denen Publikum erreicht, das ist eine Leistung für mich und nicht ein Makel, das diesen Büchern anhaftet.
Die Autoren der Grazer Gruppe, ein Begriff, den Kollaritsch nach der ersten Nennung auch immer wieder relativierte, verdankten der Zeitschrift Manuskripte häufig ihr Debüt. Im gleichen Ausmaß profitierte aber die Zeitschrift von den Erfolgen dieser neuen Generation um Wolfgang Bauer, Barbara Frischmuth, Peter Handke und auch Gerhard Roth. Ich weiß, Avantgarde schließt immer absolut aus. Da gibt es dann meistens nur einen Weg in die Zukunft oder dass man irgendetwas macht. Und in der Kunst, das ist ja immer wieder so, dass es sehr radikale Positionen gibt. Das ist möglicherweise auch wichtig. Nur ich kann damit nicht so viel anfangen. Nicht? Für mich ist immer, muss die ganze Palette offen sein. Ich glaube, wenn man an der Literatur dranbleibt, ist einem völlig klar, dass man sich auch verändern muss. Und jetzt nicht, also da jetzt ein Buch nach dem anderen im selben Stil oder was, das wäre für mich kein No-Go gewesen. Nicht? Also, dass man sich immer sich und das, was man machen will, auch immer neu entdecken und neu aufstellen muss. Ganz egal, in welche Richtung es geht. Den Autoren und Autorinnen war anzusehen, dass sie nicht gewillt waren, in ihrem eigenen Winkel zu bleiben, sondern dass sie sich für eine Literatur positionieren wollten, die möglichst viele Leser zu erreichen suchte, ohne dabei Qualitätsabstriche zu machen. Die ihnen entgegengebrachte Aufmerksamkeit beschränkte sich längst nicht mehr auf die regionale oder nationale Grenze. Ich werde immer gefragt, für wen ich denn schreibe. Und dann ist mir eigentlich doch ziemlich klar, ich schreibe nicht für den ominösen Arbeiter oder nicht nur. Also ich schreibe für die Leute, die nicht gleich sind wie ich, aber ähnlich sind, die vielleicht ein bisschen zurück und ein bisschen voraus sind mir, aber die ähnliche Möglichkeiten haben zu erleben. Also das sind dann halt meistens, ist das halt meistens leider die bürgerliche Klasse. Ich bin mir bewusst, dass ich, wenn ich mich auch noch so bemühe, für alle zu schreiben, doch letzten Endes für die Leute schreibe, die gelernt haben, Bücher zu lesen, also für das bürgerliche Publikum. Und dass meine Hoffnung doch ist, dass das so irritierend ist oder so befremdend ist, dass sich das über diese Leute hinaus mitteilt. Wir haben unter Konventionen gelitten, aber das war das Spezifikum, glaube ich, der Grazer, dass sie keine gezielten Strategien zur Abschaffung von Konventionen oder zur Herstellung eines neuen Sozialwesens gehabt haben. Das war eher die Partie Scharang oder so. Ja. Ich werde mir jetzt überlegen müssen, wie ich die größte Effektivität erzielen kann, und zwar die größte Effektivität im politischen Sinn. Ich werde Klassenbewusstsein entwickeln müssen. Ich werde Kommunikation pflegen müssen, in erster Linie mit Studenten und Intellektuellen. Die Fede Jelinek ist uns äußerst gewogen geblieben. Sie hat mit ihren einmaligen Auftritt gegen uns zusammen mit unserem Freund Michael Scharang eben eingeklagt, dass wir nicht politisch seien. Es war damals der Höhepunkt der Auseinandersetzung Literatur und Politik. Und es wird nicht angehen, dass ich naiv Geschichten weiterhin erfinde, sondern die Schriftsteller werden sich Wissen aneignen müssen. Und dieses Wissen werde ich mir aneignen. Da hat dann der Peter Handke, der Klaus Hofer und ich dagegen etwas geschrieben. Und dann ist von der Jelinek-Seite her ein Brief gekommen, wo sie gesagt hat, hören wir auf, uns wegen der politischen Differenzen zu zerkriegen. Wir sind ja Freunde, nicht? Und das ist so geblieben. Um 70 herum war das ein großes, einhelliges Feld und die gemeinsame Sache war, wir treten gegen die Etablierten auf. Und das hat einem einen Schwung gegeben, was auch sozialer Kitt war. Die Jungen, die Angst der alten Leute, die das Gaffen nicht lassen können. Die Jungen, erklärtes Ziel der Wirtschaft, die
niemals wird fassen können. Die Jungen, ein Leben als Seifenblase voll Fantasie. Bauer hat sich selber verstanden als einen unpolitischen Autor. Er hat das verschiedentlich in Interviews gesagt, er hat das auch privat gesagt. Aber das, was den Bauer so politisch gemacht hat, vor allem in der Zeit von Gespenster, das waren die Reaktionen bestimmter Leute. Also jetzt muss ich schauen, ob bei dir auch der Schweiß austritt. Nein, Alten, den musst du auf der Brust streicheln. Das hat er gern. Und dein, er muss ein bisschen in den Arsch kitzeln. Ja, bitte? Ja, hier ist die Nummer 77621. Ich hätte gern ein Gespräch nach Patras in Griechenland. Eine kleine Gruppe hat sich gefreut über den Erfolg, den man also im Ausland und in aller Welt hat. Und dann hat es gegeben, natürlich, also dass die Steirer, wie man sie so nennen würde, die also sich also in ungeheuren Leserbriefattacken jahrelang befetzt haben, gegenseitig und gegen mich. Ah. Eine gesunde Alkoholparanoia, ein paar fesche Angstträume und das Leben verläuft Tag und Nacht spannender als der beste Hitchcock. Uli! Genau! Schach! Wie waren denn eigentlich die Reaktionen auf das Stück Die Gespenster von Wolfgang Bauer? Es haben insgesamt 400 Personen angerufen und das Verhältnis war 1 zu 20, also 20 negative Anrufe auf einen positiven Anruf. Zwei Sätze bitte. Es sind sehr billige Effekte, wenn man den Besoffenen spielt. Und das ist aber nicht das Abbild unserer Gesellschaft. Dagegen möchte ich mich ganz besonders wehren. Und ich verstehe eigentlich nicht ganz unsere Stadtväter, die mit Steuergeldern derartige Aufführungen subventionieren. Das ist mir nicht klar. Also ich habe nichts weniger vorzuwerfen als dem Herrn Landesrat Jung, wird er ist leider nicht da, dass er das Kulturbudget missbräuchlich vergeudet. Ich glaube, dass die Kritik sachlich unwiderlegbar ist. Sie ist auch in einigen Publikumsäußerungen schon angeklungen. Denn meine Damen und Herrschaften, ich bin überzeugt davon, Herr Bauer in allen Ehren wird für dieses Stück recht beachtliche Honorare abheben. Und andere Leute, nämlich Steuergelder, müssen dafür erst arbeiten, um diese Steuern zu verdienen. Wir sind keine Saufgenossenschaft, das gehört nicht auf die Bühne. Kunst ist mit Verlaub nur ganz, ganz wenig dafür geeignet, den Menschen ein fröhliches, angenehmes Leben zu bieten. Kunst ist dazu da, und vor allem, wenn sie öffentlich gefördert wird, dass sie den Menschen aufmerksam macht, hallo, dort und dort und dort passiert etwas. Und dort musst du nachschauen. Eigentlich habe ich gerechnet, dass es eine Doppelaufführung wird. Also wo, was weiß ich, im Burgtheater zum Beispiel das Stück auch aufgeführt wird. Aber die sind ja wieder einmal nicht zusammengekommen. Und ich glaube, ich werde es nach dieser Aufführung hier für Österreich überhaupt sperren, weil es für Österreich zu theatralisch mir scheint, das Stück. Weil es zu viel, zu sehr aufs Theater geschrieben ist. Das ist zu wenig. Zu wenig also monomanisch, ist zu wenig ideologisch. Ich glaube, dass man es in Österreich nicht spielen kann mehr. Die Wogen des gesunden Volksempfindens, insbesondere in der Grazer Südosttagespost unter Federführung des konservativen Kulturredakteurs Wolfgang Arnold, kochten weiter hoch. Das führte sogar zur Forderung der Abschaffung des steirischen Herbstes. Erzürnt über die Kritik Arnolds, ließ der Schriftsteller und einer der ältesten Freunde Bauers, Gerhard Roth, einen Brief veröffentlichen, in welchem er den Kritiker Arnold öffentlich diffamierte. Gerhard Roth wurde in der Folge wegen Ehrenbeleidigung zu einer beachtlichen Geldstrafe verurteilt. Der steirische Herbst überlebte bekanntlich und gab Gerhard Roth einen Stückauftrag.
Ich glaube, dass hier eben die Opposition gegen den steirischen Herbst noch so groß ist und der Wirbel, der heuer um das Plakat war, zeigt doch, dass dieses Festival nicht in dem Sinne etabliert ist, dass es einfach von allen toleriert wird, sondern dass es hier wirklich noch Strukturen freilegt, die zeigen, was in bestimmten Bevölkerungskreisen noch für ideologische Vorstellungen herrschen. Und ich glaube, wenn diese Auseinandersetzung aufhört, dann wird hier auch Graz als dieser Mittelpunkt der Literatur verschwinden. Die sogenannte Grazer Gruppe war schon Mitte der 70er Jahre zum Sammelbecken für fast alle literarischen Talente im Umkreis ihres Wirkungsbereichs geworden und es entstand ein Problem der Quantität. Die Grazer Gruppe ist wirklich so eine Qualle, ja? Also irgendwie, die funktioniert als Begriff wirklich hervorragend. Aber in dem Moment, wo man es aus dem Wasser heraushebt, wo sie prächtige Formen entwickelt, fällt sie zusammen in ein Nix. Und der Kern dieser Grazer Gruppe ist eine Leerstelle, ja? Also das will ich jetzt gar nicht negativ, ganz im Gegenteil, das ist eher was Positives. Das ist genau der Punkt, wo wie das Auge des Tornados, ja? Da ist auch kein Schlüsselwerk und die Gruppe kreist um ein leeres Loch. Und die Werke und der Output, die sind an der Peripherie. Und es gibt auch nicht sozusagen eine manifeste Erscheinung. Wenn es wenigstens alle einmal gemeinsam zusammengekommen wären im Forum Stadtpark, ich weiß nicht, wie viele Leute überhaupt dazugehören, das ist auch nicht ganz klar, und hätten es einmal gemeinsam gelesen und ein Foto gemacht. Nein, das haben die nicht gemacht. Und deshalb ist es so immer so ein bisschen schwammig, weil die Ränder nicht greifbar sind. Oft betritt Alfred Kollerich dieses Podium, eröffnet literarische Veranstaltungen und begrüßt die Gäste. Er beschrieb diesen Ort als einen, der ein Ort von Künstlern sein will, die die Begegnung mit Künstlern und die Auseinandersetzung mit zeitgenössischer Kunst suchen und als einen, der kein Ort von Kunstverwaltern sein will, die kulturpolitische Interessensbildung betreiben. Im Jahr 1995 trat Alfred Kollerich als Vorstand des Forum Stadtpark zurück und gründete den Manuskripte Literaturverein. Ich habe gehört, dass ich gekommen bin. Alfred Kollerich ist im Zorn aus dem Forum gegangen. Ich habe dazu wirklich sehr, sehr viele Geschichten von sehr unterschiedlichen Leuten gehört. Dazu möchte ich dann etwas sagen, wenn der Freddy Kollerich und ich dazu geredet haben. Es gab historisch einige Anläufe, wo man gesagt hat, man bricht mit der Geschichte, alles was war völlig egal oder war überschätzt oder man hat mit diesen Leuten oder mit diesen Ideen auch nichts mehr am Hut. Da haben wir jedenfalls eine Kurve gedreht, weil wir denken, dass dieser gesamte Denkraum und Organismusforum als Ganzes stark ist und das auch in unserer gegenwärtigen politischen Lage ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass man Orte des freien Denkens nur zusammen quasi hüten kann. Und da gehören natürlich die großen alten Denker und Denkerinnen ganz, ganz stark dazu. Rückblickend ließen das Zusammentreffen einzelner Autoren und Autorinnen, gesellschaftlicher Dynamiken und institutioneller Logik eine Situation in Graz entstehen, in der der Begriff Grazer Gruppe erst im Wechselspiel mit den Manuskripten entstehen konnte und lange Bedeutung hatte. Auch wenn sich dieser Mythos um den Begriff heute zerstreut, ist doch bemerkenswert, welches Potenzial es an diesem Ort zu entdecken gab und es bis heute zu entdecken gibt. Ich lese ein Gedicht aus dem Jahr 1962. Es ist das erste Gedicht Bauers in den Manuskripten. Mittlerer Sonntagstisch und schlechtes Wetter. Ein Vorhang lässt herein ins Zimmer. Graue Teller, Samstag Frost. Und Montag indirekte Geigen, Radioapparat und Wintermarmelade.
normaler, abnormaler Ton und keine Nacht. Aufhören, aufhören. Es regnet nicht einmal im Freien. Schon wieder ein Teller und eine kleine Mehlspeisgabel. Wie das schmeckt. Wir sehen uns. Baba Wolfi. Lieber Wolfi, schau, du liegst jetzt vielleicht auf einer netten Wiese und liest diesen Brief. Schau her, es ist ja eigentlich alles ziemlich wurscht, was? Schau, Wolfi, die Welt gehört dir, solange du auf der Welt bist. Du hast keine Sorgen, du kennst kein Traurigsein. Der Tod Wolfgang Bauers ist rückblickend ein Ereignis, das noch einmal die gemeinsame Entwicklung der Grazer Autorinnen und Autoren in Erinnerung ruft. Die Grazer Gruppe war, wenn sie bedeutend waren, auch deswegen, weil sie gesellschaftspolitisch oder was Denkströmungen anbelangt, durchaus eingegriffen hat oder beigetragen hat zu dem Klima in der Stadt. Man muss sich das so vorstellen, dass man angesprochen worden ist von seinen Bekannten, die mit Literatur nichts am Hut hatten, oder auch von den Verwandten, na, ihr da im Forum Stadtberg. Und das war oft eine Mischung aus Neugier, aus Distanz, aber auch gemischt mit ein bisschen Stolz oder so. Und das hat zu einem, ich würde sagen, produktiven Klima geführt. Letztendlich war Graz in den 1960er Jahren einer der Hauptorte, an dem sich ein Paradigmenwechsel in der österreichischen Literatur vollzog. Diese Grazer Gruppe oder diese Grazer Literatur ist vielleicht eher zu begreifen als eine Transferscheibe. Also es ist nicht der Ort wichtig und die Zeit wichtig, sondern irgendwie das Image, das so in vielen verschiedenen Richtungen wirkt und sie aber gar nicht so wirklich einordnen lässt nach Chronologien und Kausalitäten. Also das ist irgendwie so eine Töpferscheibe, wo was entsteht und wo es dann so Beschleunigungskräfte gibt. Und da ist Graz an einem zentralen Ort gewesen in den 70er Jahren. Mit der Verleihung des Literaturnobelpreises 2019 an Peter Handke wird auch an dessen erste Publikationen in der Zeitschrift Manuskripte und an Lesungen im Forum Stadtpark erinnert. Die Akademie weist darauf hin, dass Handke bereits mit seinem ersten Roman Die Hornissen der Literaturszene seinen Stempel aufgedrückt hat und es nicht zuletzt Freunde wie Alfred Kollerich waren, die für seinen Debütroman den renommierten Suhrkamp Verlag interessieren konnten. Wenn man von der ersten Stunde sozusagen dabei war, dann ist halt ein Teil meines Lebens hängt da drinnen und das vergönne ich mir selber noch eine Zeit lang.